Okay, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Risika 3. Und ja, gerade bin ich hier ganz gut dabei. Also, ich habe hier einen Lauf derzeit, weil ich einiges geschafft habe letzte Folge. Das ist auf jeden Fall schon mal cool und ich kann jetzt hier überall schauen, wo ich mal Kohle herkriege und so. Und wir können uns jetzt auch hoch teleportieren. Das machen wir gleich mal. Ich will das mal testen, ob das nun wirklich funktioniert. Sollte es aber eigentlich. Und ja, endlich haben wir wieder Kohle, ey, ohne Witz, ne? Wir brauchen die dringend zum Durchschmelzen unten. Denn ja, Essen macht sich ja auch nicht von alleine. Aber da kriegen wir auf jeden Fall nochmal Fisch. Und da kann ich hier wieder mich regenerieren. Das brauche ich auf jeden Fall oben, wenn wir dabei sind, hier voranzukommen in dem Labyrinth. Ja, jetzt habe ich natürlich hier noch 2 Minuten Effekt und den kann ich nicht nutzen. Beziehungsweise, na gut, doch, ich probiere es mal. Und zwar. Hier brauchen wir auch noch Clay, ist mir aufgefallen, ne? Ich gehe mal hier über diese Schilder hoch. Na los hier, nicht so langsam. Und, ah ne, der ist noch gelockt, aber der hier müsste frei sein. Boah, Alter, ich muss das Wasser mal hier wegmachen. Okay, hier sind wir. Und was ist das hier eigentlich? Crystallite Prismarine. Hä? Kann ich hier Rechtsklick machen? Was ist denn das? High Energy Output, hä? Leute, was sind denn das noch für Schilder? Die kenne ich ja gar nicht mehr. Aber ich glaube, so weit war ich damals gar nicht. Oder ich habe das nicht richtig rausgefunden. Aber ich glaube, hier kann man irgendwie das Skelett abschießen später, ne? Hier müsste dieser Punkt sein. Aber was das hier ist, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das hat was mit diesen High Energy Outputs und so zu tun. Und Ice Shards, Alter. Muss man hier irgendwie. Kann das sein, dass man hier was reindroppen muss oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier war irgendwas, dass man so ein Ritual machen muss. Oh shit. Ja, warte, ich habe zum Glück noch einen Wassereimer. Da komme ich ja raus. Okay, nehmen wir das mal wieder weg, wie es gedacht ist. Ja, aber das ist ja alles noch ein bisschen nicht so easy. Oh, warte mal. Hä? Jetzt habe ich Nachtsicht kurz bekommen. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Aber okay. Ja. So, machen wir erstmal hier. Ich gehe mal hier runter. Ah, hier kann ich nochmal probieren, den Spawner abzubauen, ne? Das wäre nochmal gut. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt Nachtsicht bekommen habe. Jedoch hier mit dem Unterwasseratmungstrank habe ich echt das Gefühl, dass man auch die Chance hat, mehr zu sehen. Oh, und Alter, ich habe es endlich geschafft, das Ding abzubauen, ey, ohne Witz. Das hat ja ewig gedauert. Boah, und hier haben wir nochmal Lehm. Oh, geil. Alter, was wir hier alles finden. Das ist ja echt nicht schlecht hier, ne? Boah, ist ja echt nice. Also ich freue mich gerade, weil das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Ja, auch roten Farbstoff, ne? Den müssen wir auf jeden Fall richtig gut nutzen. Also entweder ich mache gleich rote Farbe oder ich nutze das für andere Farben. Oh shit. Okay. Ah, zum Glück konnte ich jetzt hier mir so ein paar Dinger holen. Ein paar Blasen wieder. Alter, ey, das gibt's doch nicht. Genau jetzt läuft wieder der Effekt aus, wo es am spannendsten wird. Okay, die haben wir, die Kiste. Na, okay, warte, ich muss jetzt hier wieder gegen das Ertrinken mich schützen. Alter, kann ich mir ja gar nicht mehr reden. Aber dafür haben wir einiges geholt. Oh, hier, können wir auch nochmal mitnehmen. Ja, also generell alles an Lehm und so müsste ich mir mal machen. Ah, guck mal hier, das kann ich doch durchcraften. Da haben wir wieder Platz. Und. Ja, irgendwann habe ich mal ein Lehm liegen lassen, deswegen habe ich hier nur 3 Kugeln. Das ist immer nervig, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir schon mal 24 Lehmblöcke, was auf jeden Fall uns, denke ich mal, ganz gut weiterbringt wieder. So, jetzt 7. Ich muss noch mal gucken, dass ich keinen verliere von diesen Teilen, ne? Ah, hier. Da haben wir noch die ganzen Boote, aber die bringen uns ja auch nichts. Die würde ich dann erstmal lassen. Alter, was ist denn hier los überhaupt? Ohne Witz. Geh doch mal weg. Dieses komische Wasser hier oben, ne? Das ist so nervig. Das muss ich eigentlich erstmal komplett abkapseln. Weil das bringt ja keinem was so, ne? Warte mal, ich hätte eine Idee. Wir haben doch, glaube ich, oben noch Türen, oder? Da könnte ich eine nutzen. Und dann sind wir hier fein raus, ne? Also, ich tauche mal kurz an die Oberfläche, um hier mich zu teleportieren. Zack. Genau, und. Dann guck ich mal nach Türen, ne? Da hatten wir doch irgendwie einige gefunden, oder wie das war. Nee, hatte ich nicht. Hä? Ah, doch, hier habe ich irgendwie Eichentüren. Ich weiß nicht warum. Habe ich mir die gecraftet oder was?
Das ist eigentlich viel zu teuer, um das Holz zu verschwenden. Ah, hier oben haben wir auch Türen. Ja, die meinte ich eigentlich. Naja, egal. So, jedenfalls, vielleicht können wir hier auch mal irgendwie so machen und da so. Und ich glaube jetzt, ja, jetzt fließt das Wasser nicht mehr zurück. Okay, gut. Dann ist ja alles klar. Ja, ich versuche einfach mal so ein bisschen nach und nach gerade die Map hier zu fixen. Und dann haben wir hier wieder überall Ordnung, weil das geht ja so nicht weiter hier. Ja, ist eigentlich egal, wie wir es machen, ne? Mit der Tür, Hauptsache, das ist weg. Und ich kann hier wieder ordentlich arbeiten, ey. Ohne Witz, das hat mich übelst schon genervt, die letzte Zeit, dass das hier so ist. Und jetzt haben wir ja auch wieder mal mehr Übersicht. Ah, endlich, ey. Okay. Ja, ich habe irgendwie gar kein Thema gerade. Obwohl ich könnte mir noch irgendwas ausdenken, ne? Wie zum Beispiel, ich wollte mal irgendwie über Motivationscoaches reden. Die regen mich nämlich teilweise auf. Also, ja, irgendwie ist das echt nervig, die immer so zu hören, wie da manche so ihren Film schieben und die ganze Zeit versuchen, andere zu überzeugen, ja, nur die ganze Zeit auf, darauf zu setzen, weiterzukommen im Leben und weißt du, so ihre ganze Energie darauf, da rein investieren und so. Das regt mich irgendwie auf, weil das sind immer die Leute, die dann überhaupt nicht mehr irgendwie noch Spaß am Leben haben oder ja, die dann immer meinen, noch Spaß zu haben, weil sie ja mit ihrem komischen Lamborghini oder so rumfahren, ne? Und nur das ist das, worauf es ankommt im Leben, weißt du, diese Leute, die einfach nur auf Materialismus setzen und gar nicht auf zum Beispiel Humor oder irgendwas anderes, ne? Also die sind dann immer so humorbehindert, wenn du denen irgendwie nämlich Witze erzählst oder so, die checken das gar nicht, ne? Also ich denke da zum Beispiel an KLS, Alter, ne? Ich meine, was will der Künstler uns damit sagen, ne? Der Typ, der kann zum Beispiel so viele Witze versteht er gar nicht und Memes, ne? Oder nutzt sie nur, um irgendwelche Werbung zu machen zum Beispiel oder so, ne? Und ja, das ist so richtig komisch immer, denn der nimmt immer alles viel zu ernst auch, ne? Also generell, diese Motivationscoaches nehmen sich viel zu ernst und irgendwie nervt mich das immer. Ich weiß nicht. Gerade zu Neujahr gibt es sie ja auch vermehrt. Also da treten die mehr in Erscheinung, wenn die dann immer schreiben, so ja, hier neues Jahr, jetzt wird angegriffen, dieses Jahr wird wieder alles gesteigert, Gewinn maximiert und was weiß ich, ne? Denen geht es halt nur ums Finanzielle meistens. Und das ist halt übelst nervig, ne? Also ich kann das einfach nicht leiden, dann immer so zugetextet zu werden. Die Leute, die wollen einem halt richtig vorschreiben, wie man sein Leben zu gestalten hat, ne? Sonst ist man ja ein Loser und man hängt, ist hängen geblieben und das geht gar nicht, ne? Weil man sich nicht weiterentwickelt und ja, das ist nicht tragbar, ja. Und dann machen die einen so lange schlecht, bis du halt dir denkst, boah, jetzt muss ich aber was machen, ne? Und dich so gezwungen fühlst dazu. Und das, genau das regt mich eben so extrem auf, ne? Weil die halt ihre ganze Energie nur da rein investieren, irgendwelche Leute anzuwerben oder so. Ja, also keine Ahnung, ey, was ich davon halten soll. Ach, ja. Ist natürlich noch ein bisschen komplizierteres Thema, ne? Da muss man eigentlich auch ein paar mehr Seiten noch betrachten, aber so im Grunde ist das schon mal eine Sache, die, ja, die ist halt einfach nur nervig und was soll ich dazu noch sagen, ne? Irgendwie stört mich sowas eben. Naja. So, jetzt gucken wir mal hier, was wir haben. Diamanten haben wir schon abgebaut. Das könnte man machen demnächst. Verzauberer. Okay, ich guck mal, wie wir das angehen könnten. Ah, hier haben wir noch gebratenen Ton. Ja, was machen wir denn jetzt, ne? Ist die Frage. Hier haben wir noch einmal roten Farbstoff. Einmal brauchen wir für Orange. Ah, hier haben wir nochmal Mohn. Okay. Ja, da müssen wir gucken. Sternlauch, den müssen wir auf jeden Fall auch direkt nutzen. Kann man den vermehren? Nee, kann man nicht. Okay, dann machen wir direkt hier die Farbe draus. Und jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir das ja umcraften. Ne? Magenta. Es sei denn, wir haben das schon. Das muss ich noch sehen oben. Aber ich denke mal nicht. Ne? Habe ich eine Workbench? Ich glaube nicht. Ah, warte mal, doch hier unten will ich mir mal eine holen. Ich habe da bestimmt hier eine Kiste eine. Nee, habe ich nicht. Na gut, dann eben nicht, ne?
Ja, müssen wir uns oben eine machen. Ist halt blöd, aber was soll ich tun, ne? Ich kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. So, dann hier runter. Und ich guck mal, ob Magenta noch fehlt. Oder was unten noch fehlt. Das habe ich schon wieder vergessen. Hä, warte mal. Hä? Ach, Red ist hier einfach nur. Okay. Moment. Jetzt brauche ich hier einen Wassereimer. Orange, alles klar. Dann hier Blue. Okay. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ah, Magenta, okay. Gut, dann mache ich mit die mal. Und ich hoffe mal, ich komme noch raus. Dann logge ich mich hier wieder aus, wie immer, ey. Das ist echt so eine Tradition geworden. Und, ah, da ist eine Workbench. Die hole ich mir gleich mal. Ja, dann ciao und bis zum nächsten Mal erstmal.